Das Naturerlebnis Weitental konnte jetzt durch die Eröffnung der Mountainbike-Strecken noch erweitert werden. Die wunderbare Bergwelt rund um Bruck an der Mur stellt für Wanderer und nun auch für Mountainbiker ein wahres Eldorado dar. Heute übergeben wir quasi offiziell unsere Mountainbike-Strecken, die schon seit ungefähr einem Jahr in Planung sind und jetzt Gott sei Dank fertig beschildert sind. Und jetzt kann die Bevölkerung quasi offiziell hier im Weitental die mit dem Mountainbike unterwegs sein. Es gibt unterschiedliche Strecken, angefangen von 6 Kilometer bis 14 Kilometer, unterschiedliche Profile, Schwierigkeitsgrade von Höhenprofil angefangen und Ziel und Endpunkt ist oft der Hochhanger oder die Schweiz Eben, wo man dann einfach wieder auf der anderen Seite vom Berg quasi vom Weitental hinunterfahren kann. Es war ein großes Anliegen der Brucker Mountainbiker und darüber hinaus diese Möglichkeit zu schaffen. Daher war für Bürgermeister Koch, Forststraßen im Stadtforst freizugeben, eine Notwendigkeit. Das Mountainbiken einfach eine Sportart der Gegenwart und auch der Zukunft, glaube ich, und die Möglichkeit zu geben, auch auf unseren Forstwegen zu fahren. Jetzt haben wir 50 Kilometer Strecken eröffnet, im Gemeinsamen, im Dialog miteinander, glaube ich, geht das. Und das ist ein schönes Angebot, die Bruck an der Mur. Ich glaube nicht, dass es viele vergleichbare Städte gibt, die ein 50 Kilometer Mountainbike-Netz haben. Sie freuen sich, dass es endlich soweit ist, oder? Natürlich, das ist absolut super. Jetzt da können wir quasi vor der Haustür unsere Strecken fahren und unser Hobby ausüben. Es ist auch eine touristische Aufwertung. Die umfassende Beschilderung ist auch für Nicht-Ortskundige ein wichtiger Hinweis. Sie dienen als Signal für Wanderer und andere Waldbenutzer, dass auch mit Mountainbiker zu rechnen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, der Radverboom ist momentan sehr groß, ob E-Bike oder ob ein normales Mountainbike, es sind irrsinnig viel auf die Radl unterwegs und darum ist es ein großes Anliegen, dass man Mountainbike-Strecken kriegt und dadurch, durch die Beschilderung vor allem, ist es auch ganz toll, weil wirklich jeder Fremder, wo es da im zweiten Teil Erholung sucht und kommt mit seinem Radl, genauso auch die Strecken findet. 8 Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Längen stehen zur Verfügung. Die längste Strecke vom Bahnweg über den Panoramaweg und die Herzwaldhütte hinauf auf den Hochhanger ist 14,1 Kilometer lang. Also ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker und ich bewundere das, was da in Bruck passiert ist. 50 Kilometer freigegebene Forststraßen ist eine tolle Angelegenheit und es wäre natürlich schön, wenn das in Leoben, meiner Heimatstadt, genauso wäre. Ich bin ja der Obmann vom Verein Let's Bike und es wäre herrlich, wenn wir auch 50 Kilometer offene Forstwege hätten für die Leobner Mountainbiker. Gratulation an meinen Bruder. Wie vereinbart sich Mountainbiken und Forst aus Ihrer Sicht als Verantwortlicher für den Forst in Bruck? Das Mountainbike ist grundsätzlich einmal die natürlichste oder die umweltschonendste Fortbewegungsart. Und im Wald ist sicher Platz für Radfahrer bzw. auf Forststraßen oder auf entsprechend ausgewiesenen Trails. Wichtig ist halt, dass die Radfahrer nicht vergessen, dass der Wald auch ein Arbeitsplatz ist und sich an entsprechende Wegsperren, eben forstliche Sperrgebiete halten, damit eben alle einem Hobby oder einer Arbeit sicher nachgehen können. Mountainbike ist auch eine Herausforderung für junge Sportler. Was mir als Brucker Jugendreferentin sehr am Herzen liegt, liebe Brucker Jugend, liebe Familien, kommt ins Weitental, nutzt das schon bestehende Freizeitangebot, aber auch die neuen Mountainbike-Strecken und den neuen Trail. Es ist ein unglaublich tolles Projekt, das da gelungen ist. Wir sind stolz drauf, schauen wir ein bisschen aufeinander, dann haut es sicher gut hin. Und ja, auf los geht's los!